Als Finanzmathematiker und Wirtschaftsmathematiker beschäftige ich mich nicht nur mit der Frage, wann ich eine Aktie kaufen sollte, sondern wann ich sie auch wieder verkaufen sollte. Und deswegen mache ich dieses Video für euch mit den fünf besten Anzeichen, wieso man eine Aktie jetzt wieder verkaufen sollte. Und das erste Anzeichen ist, wenn der Investment Case gescheitert ist. Man hat zum Einkaufszeitpunkt ja irgendeinen Investment Case, wieso man die Aktie jetzt für diesen Preis denn kauft. Und wenn natürlich dieser Investment Case nicht eintritt oder eben gescheitert ist, dann sollte man auch wieder verkaufen. Ein Beispiel wäre etwa Netflix. Hätte man hier zum Beispiel vor 5, 6, 7 Jahren gekauft mit dem Investment Case, dass man ja hier die führende Streaming-Plattform überhaupt hat und eben wenig Konkurrenz, beziehungsweise die Konkurrenz sehr, sehr viel schlechter ist als Netflix, dann könnte man heute zum Beispiel auf die Idee kommen, das neu zu analysieren und man sieht, dass es inzwischen sehr starke Konkurrenz gibt mit Paramount Plus, mit Disney Plus, mit Sky Cinema, mit Prime Video und wie sie alle heißen. Und jetzt eben dieser ursprüngliche Investment Case nicht mehr vorhanden ist und deswegen eben die Aktie verkauft. Das zweite Anzeichen wäre, jeder will die Aktie jetzt auf einmal haben. Also die Aktie wird richtig gehypt an der Börse. Jeder spricht davon, jeder schreibt davon. Am besten noch der Taxifahrer, der euch von dieser Aktie erzählt. Und dann wird es oft ganz gefährlich, weil wenn jeder diese Aktie haben will, beziehungsweise inzwischen schon hat, dann haben so viele Leute gekauft und den Kurs nach oben getrieben, dass es dann auch keine großen Käufer mehr gibt und die Gefahr nach unten viel, viel größer wird. Natürlich kann es auch eine einige Zeit dauern, das geht jetzt nicht innerhalb von Wochen, es kann auch vielleicht mal mehrere Jahre dauern, bis der Kurs dann einstürzt, aber dafür kann er umso größer einstürzen. Als Beispiel habe ich hier mal Peloton. Peloton als Anbieter von diesen Homebikes war ganz bekannt. In der Corona-Krise bzw. in dem Corona-Lockdown haben sich ganz viele solche Bikes gekauft. Der Kurs ging damals enorm nach oben von der Aktie, weil eben die Verkaufszahlen nach oben geschossen sind, die Umsätze nach oben geschossen sind. Hier die Aktie ging um fast 700% innerhalb von wenigen Monaten einfach mal steil bergauf. Aber seitdem ging es auch wieder steil bergab. Da eben dieser ganze Hype, damals wollte jeder Peloton-Aktien haben, überall wurden sie in der Presse oder in den Finanznachrichten hochgepriesen, die Unternehmenszahlen, also die Unternehmensentwicklung des Unternehmens selbst. Und letztendlich hat es aber dazu geführt, dass der Kurs sogar jetzt niedriger steht als damals vor dem ganzen Hype. Und selbst wenn man hier investiert hätte am Anfang 2020, hätte man jetzt einen Verlust von minus 73%. Also solche Hypes gehe ich immer lieber aus dem Weg. Natürlich gehe ich dann auch nicht diesen Anstieg mit, aber eben auch nicht diesen Riesenverlust. Beim dritten Anzeichen schauen wir uns eben die Bewertung an. Wenn die Bewertung inzwischen so hoch gelaufen ist seit dem Kauf, dass man sagt, okay, das ist einfach zu hoch für die Aktie, dann sollte man natürlich auch verkaufen, weil wenn die Bewertung aus eigener Sicht zu hoch ist, dann ist auch hier das Abwärtspotenzial natürlich wieder größer. Und da können wir mal Apple als Beispiel anschauen. Apple war zum Beispiel 2017 hier bei einem Kurs von gut 30 Dollar. Sie haben einen Gewinn, die Aktie von 2,30 Dollar geschrieben. So ein 15er KGV. Im Tief waren sie sogar mal hier beim 10er KGV 2016 und sind natürlich weiter gewachsen. Das ist für ein Unternehmen, das mit so einer großen Marktstellung in der Börse ist, ein 10er bis 15er KGV ist natürlich nicht viel. Zudem hatten sie damals Netto-Cash und da kann man natürlich mal überlegen, einzusteigen, wie Warren Buffett eben 2016 oder ich bin dann auch eingestiegen. Aber inzwischen hat sich der Kurs hier mehr als verfünffacht vom Tief auf inzwischen über 150 Dollar, teilweise schon bei rund 200 Dollar gewesen. Aber der Gewinn hat sich seit damals, wenn wir den Nettogewinn anschauen, von 48 Milliarden auf 94 Milliarden Dollar nur verdoppelt. Also das heißt, die Bewertung ist viel, viel schneller gestiegen als eben das Geschäft an sich. Deswegen ist auch das inzwischen das KGV 30. Die Zinsen sind inzwischen höher, weshalb eigentlich niedrigere KGVs gerechtfertigt werden. Und damit ist eben die Bewertung enorm hoch. Die Dividendenrendite nur 0,5%, ein bisschen Aktienrückkäufe. Aber hier ist einfach das Risiko inzwischen viel, viel größer, als es eben noch vor 5, 6 Jahren war. Und das könnte dann auch eben sein, ein Grund, wieso man verkauft. Warren Buffett wird es sicher nicht machen, da einfach seine Position zu groß ist. Wenn er die abstoßen würde, würde er natürlich selbst den Aktienkurs mit nach unten drücken. Ich selbst habe aber inzwischen meine Position verkauft. Und wichtig an dieser Stelle auch, das ist natürlich alles keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Das vierte Anzeichen, eine Aktie jetzt zu verkaufen ist, wenn das Unternehmen keinen Burggraben hat oder eben der Burggraben verloren gegangen ist über die Zeit. Wenn er erst gar keinen hat, dann sollte man am besten vielleicht gar nicht einsteigen. Aber es kann natürlich auch durch technologische Entwicklungen, durch vielleicht Fehlentscheidungen beim Management oder anderen Situationen dazu kommen, dass auch ein Burggraben verloren geht, wenn die Konkurrenz immer stärker wird zum Beispiel oder auch andere Gründe.
Und wenn kein Burggraben mehr vorhanden ist, dann ist das natürlich eine Riesengefahr für das Unternehmen. Das heißt, die Margen werden in der Regel schlechter, weil eben die Konkurrenz hier immer mehr aufholen kann. Und dadurch ist natürlich auch der Aktienkurs und das ganze Geschäftsmodell in Gefahr. Als Beispiel habe ich euch mal hier den Bitcoin mitgebracht. Das ist natürlich jetzt kein Unternehmen, keine Aktiengesellschaft. Aber auch hier hat man eben keinen Burggraben. Das heißt, jeder könnte eigentlich eine eigene Kryptowährung erschaffen. Genauso wurde eben Bitcoin aus dem Nichts erschaffen. Das hat hier erstmal keinen materiellen Hintergrund. Man hat hier keine Fabriken, die dahinter stehen. Man hat hier eigentlich nur den Namen Bitcoin, aber auch der könnte eben verboten werden, zum Beispiel von Regierungen. Und jede Regierung könnte natürlich eine eigene Kryptowährung etablieren. Und auch dann natürlich ist der Bitcoin stark in Gefahr, wenn ihn eben keiner mehr haben möchte. Dann könnte dieser sogar bis auf 0 Euro fallen. Natürlich hat man auch die Chance nach oben, wie hier damals der Kurs enorm nach oben gestiegen von 10.000 Dollar auf 50.000 Dollar innerhalb von kürzester Zeit. Dann aber auch wieder von 60.000 Dollar auf 20.000 gefallen. Und das ist eben alles eher mehr Glücksspiel als dann wirklich investieren. Und auch ein ganz wichtiges Anzeichen, wieso man eine Aktie lieber verkaufen sollte, ist, wenn die finanzielle Situation sich stark verschlechtert hat. Oder natürlich, wenn sie schlecht ist, sollte man am besten erst gar nicht kaufen. Noch hier ein Beispiel von einer deutschen Aktiengesellschaft. Bevor ich den Namen nenne, schauen wir uns das Ganze mal kurz in der Bilanz an. Wir sehen hier, dass sie eben einmal kurzfristige Vermögenswerte haben in Höhe von 8,6 Milliarden Euro. Davon sind etwa 2 Milliarden Euro an Cash und gleichzeitig haben sie auf der Verbindlichkeitenseite finanzielle Verbindlichkeiten in Höhe von 38 Milliarden Dollar langfristiger Natur und dann nochmal kurzfristige 7,9 Milliarden Euro. Also insgesamt so 46 Milliarden Euro an Finanzverbindlichkeiten, gleichzeitig nur 2 Milliarden an Cash. Und genau bei so einer Situation, wir sehen hier den Stichtag eben 30.09.21, also bevor die Zinsen angestiegen sind. Und genau bei so einer Situation hat man natürlich die Gefahr, wenn Zinsen steigen, dann müssen diese Unternehmen mit diesen hohen Finanzverbindlichkeiten höhere Zinszahlungen leisten. Dadurch sinkt der Gewinn, dadurch steigt natürlich das Risiko, dass sie ihre Verbindlichkeiten eventuell gar nicht mehr bezahlen können. Und auch, dass die Gewinne eben einbrechen, dadurch auch der Aktienkurs einbricht. Und deswegen sollte man bei solchen Unternehmen auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Natürlich muss man auch immer auf die Situation achten. Warum sind die Finanzverbindlichkeiten so hoch? Wir sehen hier Investment Properties, haben sie hier in der Höhe von 91,5 Milliarden Euro gegenüberstehen, die diese Finanzverbindlichkeiten abdecken sollen, weil man hier nämlich einen Immobilienkonzern hat. Allerdings natürlich ist auch hier die Gefahr, dass wenn die Zinsen schneller steigen, als sie Mieten erhöhen können, dann sinken natürlich auch die Gewinne und dadurch eben auch der Aktienkurs. Und das Ganze haben wir gesehen. Wir sprechen nämlich hier von Vonovia. Den Konzern kennen wohl alle von euch. Und nachdem es eben losging mit den Zinssteigerungen, ist der Aktienkurs fast ins Bodenlose gefallen von 60 Euro auf inzwischen nur noch 20 Euro. Also auch hier deutlich mehr als die Hälfte des Aktienkurses innerhalb von kürzester Zeit verloren gegangen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, wann man Aktien kaufen sollte. Und deswegen habe ich hier ein Video für euch gemacht mit den 5 besten Anzeichen, wieso man eine Aktie jetzt kaufen sollte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal beim Aktienprofi.